Na, da war was los in der breiten Straße, der Fußgängerbummelzone der Lübecker Innenstadt. Da waren plötzlich andere Töne zu hören und seltsame Wesen trieben ihr Unwesen zum Ergötzen des breit grinsenden Publikums. Das dritte Figurentheaterfestival in diesem Jahr unter dem Motto Literatur und Figurentheater wurde durch zwei originelle Walk-Acts angekündigt. Da waren zunächst Cocktails vom Passepartout-Theater aus Hannover. Ein prachtvoll gefiedertes musikalisches Geflügel spielt tierisch-menschliche Szenen zwischen und mit dem Publikum, mal mit, mal ohne Musik. Es gackern, schnarren, musizieren und konzertieren vier Blasinstrumente und ein Ei mit perkussivem Verstand. Der aufgeblusterte Streitgockel, die zickige Glucke, ein klappriger Suppenhahn und ein weiteres lautes, überdrehtes Geflügel halten als komödiantischer Hühnerhaufen ihrem Publikum auf humorvolle Weise den Spiegel vor. Naja, irgendeiner der Gockel hat dann schließlich das Ei doch noch verdrückt. Und dann kamen da noch die beiden Wassernixen, interessanterweise aus dem Schwabenland. Zwei Absolventinnen des Studiengangs Figurentheater an der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik in Stuttgart. Die beiden waren mit dem Motto »Nasse Nixen, nörgel nicht« unterwegs und begaben sich lebenslustigerweise auf Landgang. Mal gucken, was in Lübeck so los ist. Naja, sie müssen ja nicht selber laufen mit ihren Flossen, da haben sie Reittiere aus dem Meer mitgebracht. Mit Sirenengesang und gurgelndem Charme ködern sie sich einen tollen Hecht. Eifersucht, Streit und schrille Töne bleiben dabei nicht aus. Ich auch nicht.
Thank you.